It's complicated, it always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. Head on the water, now I can't breathe. It never felt so good. 'Cause I could feel it coming. Herzlich willkommen. Wer bist du? Sag so lieb, sag uns das und woher du kommst. Ja, ich bin Katja Fork. Ich komme aus Erkelenz. Im normalen Leben arbeite ich bei einem Energieversorger. Und nebenbei bin ich eine singende Traurednerin. Ah. Ja, geil. Welcher Song wird sich am meisten gewünscht? Halleluja. Ja, ne? Ja, ne? Was sonst? Ich gebe zu, ich habe das bei meiner Schwester auch gesungen. Nee, ich hab's. Nee, bitte nicht. Nee, bitte, auf keinen Fall. Nein. Nee. Also das ist eine große Enttäuschung für mich. Nee, pass auf, der Song, wirklich, krass. Der Song hat mir das Genick gebrochen, ich schwöre. Also pass auf, vielleicht ist es auch so, weil meine Eltern sich getrennt haben, habe ich nie gelernt, darauf zu vertrauen, dass ein Ring vielleicht eine dolle Verbindung sein kann. Und als meine Schwester gesagt hat, sie möchte heiraten, hat sie gleich gesagt, ich weiß, du hältst nichts davon. Aber ich habe sofort gesagt, Schwester, egal was du möchtest, ich singe dir alles, was du möchtest, weil ich will, dass du glücklich bist. Und deswegen, ich finde das toll, dass diese Leute, die sich für ihr Leben was versprechen und es hoffentlich auch für sich halten können, ne? Dass die jemanden wie dich, so eine Knallerbraut an der Seite haben, die da wirklich sagt, ey Leute, ich begleite euch da und ich besiegel das. Einen Morgen bin ich aufgestanden, irgendwie so muss ich zum Konzert und ich habe mein E-Ring nicht gefunden. Es war 5 Uhr morgens, weißt du, Rock'n'Roll-Zeit. Und ich habe überall gesucht, wo ist mein E-Ring? Dann habe ich meine Frau gesagt, eigentlich ist es nur ein Stück Metall. Den Ring zu verlieren war mir eigentlich egal im Vergleich mit meiner Frau zu verlieren. Übrigens, es war im Müll. Ja, wenn ich ab und zu ein bisschen abnehme, nicht, dass ich das brauche, weiß ich, aber dann wird mein Finger ein bisschen dünner und dann ist der Ring einfach in den Müll gefallen. Aber ich meine halt, der Ring ist 21 Jahre alt. Also wenn du die 25 Jahre mit ihr voll machst, dann komme ich zur freien Trauung. Ehrlich? Ja, sicher. Vielleicht singst du da. Wenn du in das richtige Team einsteigst, hey, ist alles möglich. Aha, so ich nehme nur irgendwie so, eine glaubt nicht daran und die andere ist 20 Jahre verheiratet. Also nur zum Gedanken halt, wieso. Aber jetzt mal zu deinem Gesang überhaupt. Das war echt schön.
ist ja eine super schwere Nummer. Kelly Rowland mit David Guetta zusammen. Es hatte auf jeden Fall die Fülle, die das braucht, die Stimmgewalt. Und es hat einfach Spaß gemacht und die ganze Bude hier zum Beben gebracht. Das war richtig, richtig gut. Du bist zu Recht ein Viererbasser. Also, ich habe ja auf dieses rote Ding da drauf gehauen, weil mir die Klarheit und der Biss, das hat mich eigentlich sofort irgendwie gefangen. Du sägst ja da durch, ohne Rücksicht auf Verluste. Und als ich mich dann umgedreht habe, passte so diese Energie in deiner Stimme total zu dir, wenn du erlaubst. Und das stimmt einfach alles. Und so eine Stimme müssen wir bei uns im Team haben. Das ist einfach so. Also, wenn du Lust hast, du bist herzlich willkommen. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir auch nicht sicher. Ja, ihr macht es mir schwer. Okay, also ich bin ja jetzt auch nicht mehr knackige 25, sondern habe auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, habe schon viel Live-Musik gemacht und ich glaube, ich bin ein ziemlich gesettelter Mensch. Also ich muss jetzt nicht noch die Oberstartrakete nach oben machen, aber ich würde gern noch ein bisschen was mitnehmen hier von einem von euch. Und Peter, ich komme zu dir. Oh! 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 Wahnsinn. Das ist ein Applaus. Ja, gewusst, dass du gut bist. So schön, dass ihr das alles mitmacht. So schön. Ich habe das noch nicht realisiert. Es haben sich echt alle vier umgedreht. Alle vier, es ist einfach nur geil.